Hallo ihr Lieben, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Heute mal auf Mittwoch. Hatten wir ja bereits letzten Sonntag angekündigt, als wir den Schinkenbraten in Bierkruste gemacht haben. Wir machen heute ein Bärlauchrisotto. In den nächsten Wochen wird ja, wie gesagt, Bärlauch und Spargel im Vordergrund stehen. Ist ja Saison. Ja, wo kriegen wir den Bärlauch her? Zu Hause haben wir nicht viel. Kleines Beet. Und eine Arbeitskollegin von meiner Frau, die Sonja, die wohnt in Königslutter am Elm. Elm ist ein Mittelgebirgszug in den Landkreisen Braunschweig, Wolfenbüttel, Helmstedt, ca. 25 Kilometer lang. Und da erntet sie die. Vielen Dank, Sonja. Ja, viel Spaß beim Video. Ja, Freunde, hier die Zutaten für unser Bärlauchrisotto. Natürlich Risotto-Reis, grünen Spargel, da haben wir jetzt 8 Stangen genommen, in Scheiben geschnitten, in kleine Stücke meine ich. Dann haben wir hier 2 kleine Zwiebeln, klein gehackt. Ja, jetzt kommen wir hier zur Petersilie. Weißwein, Liter Gemüsebrühe. Falls wir mehr brauchen, müssen wir halt nachmachen. Eine klein gehackte Knoblauchzehe, 3 Teelöffel frisch geriebenen Parmesan, 3 Stückchen Butter und natürlich Bärlauch. Ja, was ich hier nicht drauf habe, ist eventuell, wenn wir es brauchen, zum Abschmecken Salz. Wir legen jetzt los. So, Freunde, von den 3 Stücken Butter haben wir 2 in einer Pfanne erhitzt. Und darin rösten wir jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch mit an. Ja, alles rausnehmen. So. Nichts verschwenden. Nein, auf keinen Fall. Dafür war ja die Schnippelei zu hart. Musstest du heute alleine machen, ne? Ja. So, wie gesagt, das rösten wir jetzt alles an. Und dann sehen wir uns hier wieder. So, unsere Zwiebeln und den Knoblauch haben wir angeröstet. Wir haben schon mal den Reis mit zugegeben. Den rösten wir jetzt so circa 3 bis 4 Minuten mit an und dann sehen wir uns natürlich hier wieder. So, der Reis ist jetzt auch schön mit angeröstet und die ganze Sache wird jetzt mit unserem Glas Weißwein abgelöscht und den lassen wir jetzt erstmal schön einreduzieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Freunde, der Weißwein ist fast einreduziert. Jetzt geben wir unseren Spargel dazu. Jawohl, alles raus. So. Lassen wir auch noch mal ganz kurz mit anrösten. Da passt jetzt aber auf, weil der Weißwein ist fast weg. Ich würde da schon mit der Brühe arbeiten. Wenn du meinst, ich wollte hier nur ganz kurz, aber ganz kurz ist. Okay. Jetzt geben wir Brühe dazu. Das reicht. Immer so dazu sehen, dass das Gericht eigentlich nur von der Brühe bedeckt ist. Wir geben dann immer nach und nach was zu. Und die Brühe sollte nicht heiß sein, sondern eigentlich nur warm bzw. lauwarm. Ja, und jetzt lassen wir das Ganze erstmal köcheln und melden uns zwischendurch wieder. Ja, zwischendurch würzen wir auch ein bisschen mit Salz. Ja, ein bisschen Brühe, die Brühe immer schön einreduzieren lassen. Und vor allen Dingen das Wichtige ist, nicht ewig rühren. Sonst habt ihr nämlich nachher eine schöne Matschepampe. Haben wir früher auch so gemacht, davon sind wir weg. Jetzt habt ihr ein astreines Risotto nachher. Ja, nach 10 Minuten ist der erste Teil der Gemüsebrühe so gut wie einreduziert. Wir gießen jetzt noch ein bisschen auf. So, das ist, wie gesagt, dass der Reis leicht bedeckt ist. Ja, und so verfahren wir dann weiter bis kurz vor Ende der Garzeit und dann melden wir uns wieder.
So Freunde, kurz vor Ende der Garzeit kommt jetzt unsere Petersilie dazu und unser Bärlauch. Das heben wir jetzt alles schön unter. So. Ich denke, wir können noch einen Tuck Gemüsebrühe raufhauen. Ne? Ein bisschen Gemüsebrühe und ich denke, so 3-4 Minuten kann das ruhig noch köcheln. So. Das reicht, glaube ich. Ja. Also Gemüsebrühe kommt ja mit einem Liter gut hin. Denke mal, wir haben jetzt so... Na, 250 werden da noch drin sein, denke ja, ich. Ne? So um ca. 0,7 Liter haben wir gebraucht. Ja, da kommt ihr gut mit hin. Ja, wenn wir dann soweit sind, melden wir uns wieder. Ja, kurz vor Ende kommt das letzte Stückchen Butter rein. Das heben wir dann so ein bisschen unter. Und gleichzeitig unser Parmesan. So, wenn das alles gut vermengt ist, die Butter zerlaufen ist, dann servieren wir. Ja, wie ihr gesehen habt, leckere Sache, habt ihr festgestellt, es ist kein Fleisch dabei und das bei mir. War aber total lecker, nach einem Teller war ich sowas von Bickebacke satt. Ist eine ganz tolle Sache, macht's einfach nach. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar, abonnieren könnt ihr unten rechts. Und wir würden uns freuen, wenn ihr Sonntag wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Tschüss!